Welcome back, ladies and gentlemen. Mein Name ist Daniel Korte und in diesem Video geht es zur Voruntersuchung für die Haartransplantation. Ja Leute, das letzte Video zur Haartransplantation wurde ein wenig abrupt beendet, aber das hatte zwei Gründe. Ich durfte beim Vorgespräch nicht filmen und die Voruntersuchung, die am gleichen Tag noch stattgefunden hat, die wollte ich einfach euch ein wenig ausführlicher präsentieren. Denn ich persönlich finde es mega, mega wichtig, dass einfach so viele Informationen wie möglich zur Verfügung stehen. Und wenn du da draußen dich jetzt zum Beispiel für eine Haartransplantation interessieren solltest, ja, dann hast du vielleicht gewisse Bedenken oder ja, gewisse Ängste. Und wenn halt viele Informationen zur Verfügung stehen, dann werden dir halt solche Ängste und solche Bedenken ein wenig genommen. Und aus dem Grund möchte ich das Ganze heute ein wenig ausführlicher machen. Kommen wir nochmal ganz kurz zum Vorgespräch zurück. Was wurde da besprochen? Zum einen wurde das Blutbild besprochen. Am Vortag gab es ja eine Blutabnahme. Dann wurde besprochen, welche Medikamente Anton einnehmen muss. Dann wurde besprochen, wie Anton seine Haare zu pflegen hat nach der Transplantation. Und es wurde auch alles gesprochen, was bei der Transplantation passiert. Und an dieser Stelle nochmal ganz, ganz vielen Dank an die Dolmetscherin, die sich wirklich super viel Zeit genommen hat, ja, und uns alles erklärt hat und die jederzeit für Rückfragen bereitstand. Und wir haben auch hier und da mal ein bisschen Quatsch erzählt. Ja, und an dieser Stelle nochmal ganz, ganz lieben Dank für deine Geduld. So, dann ging es aber zur Haartransplantationskoryphäe, zum Experten, zu Dr. Balbi in den Untersuchungsraum. Angekommen im Untersuchungsraum durfte Anton dann nochmal seine Haarpracht zeigen, beziehungsweise das, was davon noch übrig ist. Und dort hat Anton einfach mal gezeigt, wo er seine Probleme hat, beziehungsweise wo seine Haare ausfallen. Und als allererstes waren das natürlich dann die Geheimratsecken ganz vorne, aber auch am Hinterkopf wird es bei Anton schon ein wenig lichter. Dr. Balbi hat dann Antons Haare erstmal ganz genau unter die Lupe genommen, hat mit einer Spezialbrille seine Haare und die Kopfhaut komplett durchgecheckt und natürlich auch den Spenderbereich am Hinterkopf. Was ist der Spenderbereich? Leute, das Ganze heißt ja Transplantation, also es wird was von A nach B transplantiert. Und der Spenderbereich ist immer am Hinterkopf, ja, dort werden die Haare entnommen oder Grafts entnommen und dorthin gepflanzt, ja, wo keine mehr sind. Und bei Anton sind es jetzt hier die Geheimratsecken. Und da ist natürlich besonders wichtig, ja, dass der Spenderbereich und dass die Haare am Hinterkopf gut sind, dass sie von der Qualität her gut sind und dass alles dort passt. Und aus dem Grund hat Dr. Balbi dann den Spenderbereich ganz besonders gecheckt. Und bei Anton war alles okay, seine Haare waren nur etwas dünn, aber für die Transplantation ist das kein Problem. Was ich persönlich allerdings noch mega krass fand, war, dass Dr. Balbi so ein, zwei Mal über Antons Haare gestreichelt hat, ja, und als er drüber gestreichelt hat, zeigt er uns anschließend die Hand und zeigt uns dann, dass schon 3, 4 oder 5 Haare in seiner Hand sind, ja. Und das ist ein ganz klares Symptom für Haarausfall. Also wenn du jetzt da draußen dich 2, 3 Mal streichelst und dann hier 4, 5 Haare auf deiner Hand siehst, ja, dann könnte es unter Umständen sein, dass du Haarausfall hast oder bekommst. Und bei Anton war das dementsprechend auch der Fall. Im nächsten Schritt hat Dr. Balbi dann eingezeichnet, bis wohin der Haarausfall schon fortgeschritten ist. Also er hat einen Stift genommen und auf der Kopfhaut dann ganz genau eingezeichnet, bis wohin der Haarausfall schon reicht. Dann musste Anton ein wenig seine Stirn runzeln und Dr. Balbi hat mit einer gestrichelten Linie dann eingezeichnet, wo die Stirnmuskulatur ist, weil das ist meistens auch immer der Bereich, wo die alte Haarlinie aufgehört hat. Dr. Balbi hat dann diese gestrichelte Linie gezeichnet und bei Anton war es halt so, dass die Stirnmuskulatur sehr asymmetrisch ist, aufgrund dessen, weil er halt eine Sehschwäche hat. Er sieht auf dem einen Auge besser als auf dem anderen und aus dem Grund war seine Stirnmuskulatur einfach nicht symmetrisch, aber wir sind ja bei Elite Hair Transplant, ja, Dr. Balbi wird das Ganze hoffentlich schon richten. Ja, Dr. Balbi hat dann erstmal alles eingezeichnet und hat erstmal die eigentliche Stirnmuskulatur mit gepunkteten Pünktchen nachgezeichnet. Dann wurde eine Messung vorgenommen. Es wurde am Kinn, an der Nase und an der Stirn gemessen und es gibt anscheinend sozusagen goldene Messwerte, ja, die der Arzt nimmt, um halt die neue Haarlinie wieder einzuzeichnen. Und die gestrichelten Punkte wurden dann durch eine neue Linie ersetzt, das dann dementsprechend die neue Haarlinie und aufgrund der Messung konnte Dr. Balbi dann die neue Haarlinie festsetzen. Und da Antons Stirnmuskulatur halt nicht perfekt symmetrisch war, hat Dr. Balbi das Ganze halt so symmetrisch wie nur möglich angepasst.
Anschließend wurden dann Fotos gemacht mit dem iPad und Anton konnte sich dann die neue als auch die alte Haarlinie nochmal ganz genau anschauen und dann auch sehen, wo Haare transplantiert werden. Es gab dann noch eine zweite Messung mit einem Lasermessgerät. Da hat Dr. Balbi einfach nochmal überprüft, ob die neue Haarlinie passt oder nicht. Muss er die Haarlinie nochmal ein Stück weiter runtersetzen oder passt es jetzt von der Symmetrie? Und bei Anton war es halt so, dass es halt um 2 mm nicht so ganz gepasst hat. Und dann hat er es einfach nochmal mit dem Lasermessgerät überprüft und die neue Haarlinie nochmal perfekt eingezeichnet. Was ich persönlich allerdings mega krass fand an dieser ganzen Nummer ist, dass ich niemals gedacht hätte, dass die Geheimratsecken so groß sind. Aber wenn man sich das jetzt nochmal ganz genau anschaut, die alte und die neue Haarlinie, wie weit die eigentlich auseinander liegen, ja, das ist echt schon Hammer. Also ich hätte es echt nicht gedacht, ich hätte ja gedacht, ja, der Anton hat halt Geheimratsecken, ja, aber dass die echt so weit in den Kopf hineingehen, hätte ich echt nicht gedacht und das ist echt eine krasse Nummer. Nachdem die neue und die alte Haarlinie dann perfekt eingezeichnet waren, hat Dr. Balbi dann dementsprechend auch nochmal den Spenderbereich markiert, aus dem die Haare natürlich entnommen werden. Als Anton sich dann nochmal im Spiegel angeschaut hat, ich glaube, da konnte er so selbst nicht glauben, wie groß tatsächlich der Bereich ist, der transplantiert wird. Auf einem Schaubild wurde dann nochmal ganz genau markiert, welche Art von Haarausfall Anton eigentlich hat. Und das fand ich persönlich ganz schön interessant, weil ich habe dann mal so ein bisschen rübergeschielt und geschaut, so welche Art von Haarausfall könnte denn auf mich zutreffen. Und weil es gibt ja so verschiedene Arten von Haarausfall, ja. Der eine kriegt zum Beispiel einen Kranz, der andere hat nur Geheimratsecken, der andere kriegt so einen Hubschrauberlandeplatz hinten drauf, ja, so eine Platte. Ist ja immer unterschiedlich. Und da habe ich gedacht, so, komm, schaust du doch mal rüber, was könntest du denn für einen Haarausfall bekommen? Und da habe ich mich nicht lumpen lassen, habe ich gedacht, komm, wenn du jetzt in Istanbul bist, dann fragst du den Experten doch mal direkt. So Leute, wenn ich jetzt schon mal beim Experten Dr. Balbi bin, dann lasse ich mich natürlich auch mal überprüfen, ne? Muss ja sein. Ich habe dann erstmal meine Haare aufgemacht und er hat dann meinen Spenderbereich angeschaut und ich habe gedacht, der kommt durch meine Haare gar nicht durch, so viele Haare waren da. Aber dann hat er sich den Spenderbereich ganz genau angeschaut und dann hat er zusätzlich noch eine kleine Kamera dazu genommen und hat sich meine Haare und meine Kopfhaut nochmal ganz genau angesehen. Und dabei ist aufgefallen, dass viele Haare von mir schon sehr, sehr dünn sind. Was ich persönlich auch gar nicht gedacht hätte, weil ich habe mittlerweile lange Haare, ja. Ich meine, meine Frisur, ja, ist da gerade prädestiniert dafür, dass man meine Geheimratsecken sieht. Aber nichtsdestotrotz hätte ich mir niemals vorstellen können, dass ich irgendwie wann mal Haarausfall habe. Aber Dr. Balbi hat gesagt, Daniel, ja, du könntest auch irgendwann mal Haarausfall bekommen. Und er hat mir dann gesagt, okay, wie weit das bei mir fortschreiten könnte, ja, zum Glück nicht so weit, aber es war einfach sehr, sehr interessant. Ich habe mich dann von ihm beraten lassen, er hat mir alles nochmal gezeigt und ich habe mit ihm auch ausführlich geredet. Und zwar an dieser Stelle kann ich schon mal sagen, Dr. Balbi hat gesagt, wenn man zu viel und zu schlechte Haarstyling-Produkte verwendet, ja, wenn man zum Beispiel zu viel Haarspray verwendet oder einfach schlechte Haarstyling-Produkte mit schlechten Inhaltsstoffen verwendet, dann kann es auch dazu kommen, dass irgendwann die Haare ausfallen. Nur mal so am Rande, ja, fand ich auch eine wichtige Information. Ich habe noch sehr, sehr lange mit Dr. Balbi gesprochen, aber das mal nur eine kleine Randnotiz am Rande. Und ich mache das jetzt nochmal live für euch, weil wenn man sich das nämlich bei mir mal anschaut, ja, ich hätte nämlich auch nicht gedacht, so, hey, Haarausfall, hey, keine Frage. Aber wenn man sich das jetzt mal hier anschaut, ja, ich mache das jetzt mal live, ich hoffe, das klappt. Wenn ich jetzt meine Stirn runzel, ja, ich habe eine sehr symmetrische Stirnmuskulatur, dann wäre ja hier der Bereich, hier meine Haarlinie und hier der Bereich, der fehlt, ja. Also bei mir gibt es auch schon Bedarf, ja. Hätte ich nicht gedacht, dass mein Bereich so groß ist, aber am Ende des Tages wurde ich eines Besseren belehrt und tatsächlich hätte ich auch schon kleinen Bedarf an einer Haartransplantation. Und als wir raus waren aus dem Untersuchungsraum, hat Anton noch einen schönen Kommentar abgelassen. Das will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Also ich habe das Gefühl, dass es noch notwendiger ist, als ich das vorher gedacht habe. Also, ja. Okay, das wird regeln, das wird regeln. So sieht's aus. Zusammengefasst, was ist bei der Untersuchung passiert? Als allererstes wurde der Spenderbereich gecheckt auf Qualität. Dann wurde die alte Haarlinie als auch die neue Haarlinie nochmal eingezeichnet aufgrund der Messung. Dann wurde nochmal alles gecheckt mit einem Lasermessgerät. Und am Ende des Tages wurde uns noch ein gutes Gefühl gegeben, dass alles reibungslos läuft. So, das war's grob zusammengefasst. Long story short, that's it. Ja Leute, wenn euch das Video gefallen hat, ja, dann macht gerne einen Daumen nach oben. Falls ihr Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Ich beantworte eure Kommentare sehr, sehr gerne. Und falls ihr Informationen haben wollt zu einer Haartransplantation, checkt die Infobox ab. Dort ist unsere Klinik, bei der wir das Ganze gemacht haben. Das nächste Video zur Haartransplantation wird bald online gehen. Bis dahin, macht's gut. Peace out.